Abschluss ein Trennungsgedicht oder ein Gedicht über Trennung? Ist das ein Trennungsgedicht, also ein Gedicht über Trennung? Vor dem Haus, auf dem Asphalt, dämmern dunkel Gedanken, dampfen feucht Lügen, behallen zugeschlagene Türen, summt, klopft Regen, seine letzten Tropfen an der Eingangstür aus. Auf den Stufen vor der Tür klebt dunkel eine nasse Socke, in die falsche Richtung zeigend. Ein wenig riecht es nach verbrannter Kupplung und Nerven, während Irgendurin vom Wimpernrand tropft. Winden im Haus sich am Fenster die Hände vom Unvermögen, die Tropfen aufzufangen. Oder wenigstens das Summen der Lippen zum Schweigen zu bringen oder den nackten Fuß zu werben, während Lichter verschwimmen und sich Körper versuchen zu läutern, fällt die Nacht darüber. Vielen Dank. Sie bemerkt mich nicht. Mit jedem Bild arbeitet sie an der Rettung der Welt. Allem, was auf der Erde geschieht, öffnet sie sich, macht sich zum Leiter aller bösen Ströme, zieht sie zu sich heran und gibt ihren Schmerz in den endlosen Kreislinien ihrer Kunst, bis ein Strom zur Ruhe gekommen ist. So entstehen die ersten 100 oder 200 Bilder. Beim Frühstück ruht sie in ihrer ersten Phase der Erschöpfung. Ich behalte sie jetzt schon seit vielen Jahren bei mir. Mit niemandem spreche ich über sie. Zum Glück sind alle Menschen, die mir nahestanden, gestorben, sonst wäre das unmöglich. Nach dem Frühstück, wenn ich mich auf den Weg zur Arbeit mache, geht sie wieder in ihr Atelier, das früher das Kinderzimmer unserer Tochter war. Dann malt sie die nächsten 200 oder 300 Bilder. Noch immer sind sie wild, aber schon nimmt die Brutalität eine Form an und ein Moment des Trostes schiebt sich allmählich in die Striche. Und in dem Sog der Kreise auf dem Papier beginnt ein Licht in den Abgründen zu klimmen. Die nächsten 200 oder 300 Bilder. Wir essen zum Mittag. Dafür komme ich von der Arbeit nach Hause. Oft bringe ich etwas mit. Oft habe ich am Abend vorher eine Mahlzeit vorbereitet, die ich nur noch aufwärmen muss. Wenn wir aufgegessen und gemeinsam gespült haben, geht jeder zurück in seinen Tag. In der dritten Schaffensperiode entstehen 300, 400, 500 oder 600 Bilder. Bild um Bild, bis ein kurzer Friede einkehrt in den Wärme und Kälte, Strom der geistigen Erdatmosphäre, bis alle Löcher in mir wieder für einen Abend und eine Nacht geflickt sind. Löcher, die am nächsten Tag noch größer sein werden, durch die Zusammenhänge austrocknen, geistige Wälder absterben. Aber sie flickt jeden Tag wieder daran, mit ihren Zeichnungen. Und am Abend zeichnet sie, bis Friede angekehrt ist. Und manchmal geht sie nicht schlafen, sondern zeichnet die Nacht hindurch. Und dann kann sie auch am Morgen nicht schlafen gehen, sondern muss weiterarbeiten. Denn wenn sie aufhören wird, wird das den Untergang der Welt um vieles beschleunigen. Und manchmal kann sie mehrere Tage am Stück nicht schlafen. Ich bringe ihr Essen und zwinge sie zu trinken und sitze neben ihr, um sie aufzufangen, falls sie vor
Keller stapeln sich ihre Bilder in fest verschnürten Paketen bis zur Decke. Viele tausend Stücke Erlösungswert, seit vielen, vielen Jahren jede Woche. So ist an ihr Lebensende. Ich weiß, dass sie keine andere Möglichkeit hat, denn die Dämonen sind jeden Morgen wieder neu. Gefüttert werden sie über Nacht und auch über Tags. Und sie ist diejenige, die all das abführen muss in ihre Bilder. Dort fängt sie Leid und Bosheit an, gibt ihnen mit ihrer Kunstfertigkeit ein Gnadenbrot an Form, einen ewigen Aufenthalt, an dem so viel Ruhe ist wie diesen Dingen nur möglich. Sie sagt mir, es gibt an anderen Orten der Welt Mitstreiter in stillen Kammern mit gütigen Helfern wie mir, die sie vor der Welt beschützen und die ihnen ihr heiliges, unbemerktes Werk ermöglichen. Sie dankt mir und küsst mich. Ich weiß nicht, ob sie recht hat, ich weiß aber, dass stille Plätze in mir liegen, an denen ihr ganz geklaut wird, wo ihre Arbeit verehrt wird, die auf ihre Entschlossenheit setzen und die nur wegen ihrer Fürsprache noch hoffen. So leben wir die Tage. Die Nächte, das sagen wir uns beim Abendessen, die Nächte sind wir glückliche, denn dann schlafen wir. Von unserem Bett aus laufen wir einmal die Wände des Zimmers empor und an die Decke. Das Himmelsblau von großen Geschichten, das sonst als Abgrund unter unseren Köpfen träut, eine Drohung endloser Brüche und immerwährenden Versagens an einer vollendeten Erzählung erhebt sich über unseren schlafenden Körper wieder als ein Firmament. Eine weite Ebene, in der unsere Abenteuer von Hoffnung und Geborgenheit warten. Wir haben gelernt, auf den Kopf zu gehen. Die Kopfüberwege haben uns in ein nie dagewesenes Zuhause geführt. Bis zum Morgen gleiten wir langsam wieder aus dem gehütelten Kopf über unserer Deckenseligkeit zu Bette. Und behutsam rutscht der Himmel wieder in seine Löchrigkeit und Schieflage zurück. Die Nacht, die zwischen ihrem Aufstehen und dem Aufgang der Sonne liegt, die früheste Nacht ist eine Zeit, in der ich ein anderes Leben führen und mich selbst, nur mich ganz alleine, retten darf. Wenn ich die Augen öffne, weiß ich, und auch noch, wenn ich das Frühstück richte, wir sind gerettet. Vielen Dank.